der Grunde war der, ich möchte meinen Eigenstrom selber produzieren über meine PV-Anlage. Dann in einem Blue Yeti-Speicher die Möglichkeit haben, auch in den Nachtstunden, wenn kein PV-Strom mehr vorhanden ist, meinen Strom im Haus weiter zu versorgen. Des Weiteren auch halt eben, wenn Notstrombedarf da ist, das heißt, wenn Netzstrom wegfällt, dass ich dann die Möglichkeit habe, über die Batterie, soweit die Batterie voll geladen ist oder teilgeladen ist, auch den Strom von der PV-Anlage aus der Batterie für mein Hausnetz zu nutzen. Gut, wir haben mal eine E-Mail bekommen, da waren verschiedene Produkte aufgeführt gewesen. Da war unter anderem auch Blue Yeti aufgeführt. Ich bin dann halt eben auf der Internetseite gewesen, habe da recherchiert und fand die Ausführung Batterie, Wechselrichter und PV-Wechselrichter in einem Turm zu schaffen, sehr gut. Und bin dann halt eben hergegangen und habe dann um Informationen gebeten, die sie mir dann halt eben auch zugeschickt haben. Und dann bin ich nachher auch zum Auftrag gekommen. Gut, ihr Produkt hat den Vorteil, es ist sehr kompakt. Wir haben nur eine Komponente, Akku und Batterie-Management-System in einem Block. Ein großer Vorteil, wir sind vom Platzbedarf relativ klein, sodass wir auch, wie man sieht hier in unserem Raum, in Verbindung mit einer Heizung die Möglichkeit haben, alle Komponenten auf kleinstem Raum unterzubringen. Unser Verbrauch ist momentan ca. 5000 Kilowattstunden im Jahr. Die PV-Anlage, die wir haben installiert, hat knapp 9 Kilowattstunden, also 9 kW Peak. Wir haben unser Haus damit zu versorgen. Wir haben zum Beispiel einen Nachbar hier, der auch Interesse hat an solch einer Anlage, aber einen höheren Stromverbrauch hat. Wir haben unseren Stromverbrauch bei ca. 5000 Kilowattstunden im Jahr. Er hat gut das Doppelte. Dann würde ein Gerät, wie wir es jetzt hier verbaut haben, nicht passen, weil die Größe nicht machbar wäre, eine größere PV-Anlage an den EP600 anzuschließen als ca. 8 kW. Auf jeden Fall in der Größenordnung, so wie wir sie momentan installiert haben, ist es für uns optimal. Wie die Anlage jetzt läuft und auch wie die Einspeisung und auch die Akkuversorgung läuft und auch die Notstromversorgung läuft, würde ich die auf jeden Fall weiterempfehlen. Ja.